Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Shakes and Brick Pitchit. Wir sind heute nebenbei live auf Twitch. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr heute ein bisschen Blurks und Wows wieder hört. Ihr kennt das Spiel ja, ne? Die Videos, die ich im Stream aufnehme, sind immer die etwas wilderen. Und der ein oder andere hat vielleicht schon gemerkt, tschüss, was ist denn das für ein Account? Den kennen wir doch irgendwo her. Und ich merke schon wieder, vielleicht hätte ich auch einfach das offline aufnehmen sollen. Es ist der Berserker. Ich wurde letztens schon ein paar Mal gefragt, ey Terra, sag mal du, was ist eigentlich mit S39, mit dem Bersi-Schmersi? Und ich habe gesagt, ey Dude, ich weiß noch nicht, ich glaube nicht. Und gestern war es dann soweit. Ich habe durch meine alten Accounts geschaut, den S39-Account gesehen und dachte mir, boah, der Bersi ist ja eigentlich ganz schön hoch, ne? Und da steckt so viel Zeit drinne. Und der hat auch schon so viel erreicht, ne? Warum nicht weitermachen? Dann habe ich gestern hier meine Alu gespielt. Bin in eine random Gilde gejoint. Da bin ich auch schon wieder rausgegangen. Und warum gehe ich aus einer Gilde raus? Ja, um zu quitten natürlich. Nein. Ich habe hier die Nachricht von Taube. Also ich habe ja in diesem Leben noch mit 4 gerechnet, aber damit nicht XD. Und hier ist die Gildeneinladung. Back to the Seelenjäger. Bin wieder drin. Und da sind wir. In S39. Wieder back am Start. Nicht nur das Comeback in Shakes and Fidget. Nicht nur W50. Der neue Account auf EU9. Nein, ich habe mich sogar dafür entschieden, den S39 Berserker weiterzuspielen. Das ist die erste frohe Botschaft des Tages. Schreibe also Moin. Danke für die Einladung. Einladung. Dann machen wir mal weiter. Kuss. Und ja, da sind wir. Mit dem Bersi. Verzauberung? Da werde ich auch heute nicht viel zeigen können, weil außer Alu-Klicken ist es ja nicht viel, ne? Wir haben ja so gut wie jeden Dungeon hier schon durch. Wir haben nur die Schattenwelt offen. Und an dieser Stelle auch erstmal einen wunderschönen guten Tag an Nodi, an Hawaii und an Raiden. Was geht? Wir stehen hier immer noch vorm arglistigen Aber-Ufu? Den hatten wir ja ein paar Tries schon mal echt gut runterbekommen. Als wir diesen schönen Gegner das letzte Mal probiert haben, hatte der Bersi noch diese wunderschöne Fähigkeit, auch gegen Magier schön einen reinzukombonen. Das gibt's jetzt nicht mehr, was so viel heißt wie, es wird noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis dieser wunderschöne Gegner, Dungeon-Gegner fällt. Wir stehen aber hier noch vom Poseidon 625 und der sieht auch nicht viel machbarer aus. Nicht viel machbarer? Nicht viel. Okay, vielleicht doch ein bisschen machbarer als ich dachte. 4,6 Milliarden. Ich glaube, ich habe da gerade richtig reingelackt, oder? Excuse me, Mr. Poseidon. Ey, den hätte ich mir speichern sollen, oder? Weil die anderen Versuche sehen ja im Vergleich richtig Arsch aus. Ja, okay, nevermind, der ist absolut nicht machbar. Ich glaube, ich habe da gerade die Combo meines Lebens rausgehauen und ist einfach mal nicht gespeichert, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt ein Average Try gewesen. Dem war aber nicht so. F. Nevermind, 3,6 Milliarden, schön, was ist denn los? Guten Tag, den gucken wir uns mal an. Wie sah das aus? Wie lange wird es noch dauern? Poseidon, zeig mal her. So, der Bertram macht auf 16 Milliarden runter.
Der magische Marquardt haut den auf fast 15 Milliarden, unter 15 Milliarden. Jetzt kommt die Kunigunde, die ist wahrscheinlich 30.000 Mal am Ausweichen und kriegt schön rein, oder? Kann ja nicht der Bär sie alles allein gemacht haben. Tatsächlich ist es so, dass die Kunigunde ordentlich Impact hatten, diese Versuche. Und man sieht es auch hier, die bringt sich alleine auf 11 Milliarden, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter auf 10 Milliarden, auf 9,5, 9,4, 9,2, 8, Kunigunde auf 8,5 Milliarden. Und jetzt kommt hier der Bersi. Guckt euch das an. Boah, ich mache hier schon die 800 Millionen Schadenversuche, wie 1,1 Milliarden. Oh mein Gott. Ey, da hätten wir eine Vierer-Kombo nur machen müssen, dann wäre der down gewesen. Okay. Okay, Poseidon. Bald eher Poseidon. XDD. Das ist der Moment, wo sich alle nur denken, ach Terra, halt den Maul. 5,8 Milliarden. Ich glaube, der wird nicht mehr zu lange dauern. Aber, dafür sind wir heute gar nicht da. Ich wollte nur mal kurz sagen, hier S39 ist am Start. Ich verstand noch was im Guild-Chat. Wie kommst du, dass du wieder spielst? Ja. Denn heute möchte ich auf W50, auf EU9 nochmal was machen. Im letzten Video hatten wir das Epic-Event gespielt. Wir sind von Stufe 117 auf 149. Mittlerweile sind wir auf Stufe 165. Und ich hatte noch den einen oder anderen Dungeon down bekommen, habe Alu gespielt. Und habe seit gestern jetzt die gute, oder seit vorgestern sogar schon, die Unterwelt freigeschaltet. Und hier auch schon gut gelevelt. Herz und Extraktor sind auf 7. Wir haben den Kladdi auf 6. Damit einen Crit-Schadenbonus von 66%. Ich habe ein bisschen Gold noch zurückgelegt. Das können wir verskillen oder auch in neue Ausrüstung investieren. Hab auch eine neue Epic-Waffe. Die aktuell ist. Die Spanne ist in Ordnung. Nicht die allerbeste, aber ist in Ordnung. Und ich glaube, wir gucken mal, was da noch so geht. Ich habe die Mine ja auf 10. Dementsprechend gibt es jetzt auch bessere Edelsteine. Ich habe hier ein 249er Innenstein. Den würde ich sehr gerne in die Waffe hauen. Problem ist nur, ich habe einen 185er drin. Und der ist auch schon ein Upgrade für ein paar andere. Gerade hier nur 134er würde ich gerne mit dem 185er austauschen. Kann ich aber nicht machen, bevor ich keine neue Waffe finde. Deswegen hoffen wir einfach, dass wir heute noch eine neue Waffe finden. Und dann wandert der in die Waffe und der in das Trinket. Und damit geht's auch hier schon rein in die Lichtwelt. Peter Schmerzerus schreibt, hab wieder wegen dir angefangen. Das tut mir leid. Ich werde vom Mod geblockt. Lol. Vom Mod? Vom Automod oder was? Ja, dann musst du mal aufpassen, was du schreibst, du kleiner Lümmel. So. Wir stehen hier im Zirkus des Grauens vor den siamesischen Zwillingen und die habe ich sogar in den Free Trace schon fast down bekommen. Die sollten nicht allzu schwierig sein. Gerade mit dem guten Hund, ne? Wenn er mal treffen würde. Und auch mal kritten. Er kommt direkt hinter. Oh, du 3,2 Millionen, wer bist du? Und er kommt nochmal. Nein, nein, ha, hi, ha, ha, ha. 3,2 Millionen, what the fuck? Ja, zwei Versuche. Absolut kein Problem. Und damit geht's direkt von 100. Warte mal, sind wir von 100. Ich dachte 165? Haben wir drei Level-Ups gemacht? Mit einem Dungeon. Akdo Seise. Das ist wild. So, schauen wir uns den Versuch an. Und selbst ohne Beschwörungen hauen wir den schon gut Schaden rein. Und dann kommt jetzt safe der Hund, ne? Da kommt er. Und zack. Excuse me. Holy shit. Holy shit. Ah, now that's a lot of damage. Ach, du Kacke. Dann geht's weiter.
mit dem Spaßmacher Bronco. 7,5 Millionen Leben. Der wirft 2 Millionen runter. Weg. Einfach weg. Und Stufe 170. Schauen wir uns an. Direkt der Hund. Kein Crit, nur 300k Damage. Crit 1,7 Millionen. Dann kommen die Skelette. Auch 1 Million Crit. Selbst gekriegt. Nochmal 1 Million Crit. What the fuck? Und geblockt. Nochmal Skelett. 1 Million Crit. Kein Crit. Ausgehalten. Und dann weggehauen. Viel zu easy. Nächster ist der Schlangenmensch. 6,2 Millionen Leben. 800k runter. 1,5. 600k. Na los, meine Hundis. Haut ihn weg. Ich finde... Boah, 500k. Ich finde es krass, wie das einfach variiert. Und er ist down. Die Versuche von gar keinen Schaden gemacht zu ehrenlos mit einem Hund weggekrittet. Necro total broken. Necro. Der Necromancer ist einfach so maximal random, ne? Es ist unglaublich. Wir fangen an mit den Skeletten. Da kommt er wieder. Haut kein. Da kommt der Hund. Zack. Ja, vier. Der Hund. Der Hund. Das, der Hund, der macht den Gegner wund. Mein Subsound ist ja... Ja! 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 Und da... Hallo ihr hübschen Gorgos, du Demon Kingdoms, what up? Da schleicht der Gorgos sich ins Video rein mit dem 4-Monate-Resub. Gorgos, ich danke dir für deinen geilen Support. Vielen lieben Dank für dein Geld. An dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, Creator-Code Polterra, falls ihr mich ohne Mehrkosten zu denen, die ihr eh habt, zu dem Pilz unterstützen möchtet. Kuss geht raus, absolut nicht nötig, aber wäre natürlich super geil. Gorgos, grüß dich, wie geht's dir? Der Schlangenmensch, weg ist er. Und jetzt wird's wieder spannend, denn wir stehen vor einem Endgegner. Und Endgegner sind einfach richtig, und nicht mal Endgegner, sondern Magier, ne? Magier sind einfach Arsch. Mehr kann man's nicht sagen oder besser beschreiben. Weil die machen Folgendes. Die lassen den Hund nicht raus. Die haben kein Leckerli dabei. Und dementsprechend sehen die Versuche aus, wie sie jetzt aussehen. Nämlich sehr traurig. Und ich glaube und ich weiß, da werden wir so einfach nicht dran vorbeikommen. An der Madame Bestieg. Krittet mich nämlich jetzt aus dem Leben weg, ne? Wie machen wir das am besten? Wie stellen wir das an? Ich glaube, das macht keinen Sinn, hier weiter Enter zu drücken. Neue Int-Waffe. Level-Ups. Schattenwelt. Schaffen wir denn schon die Schattenwelt? Gespenst 172. Kommen wir da jetzt schon dran vorbei? Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wenn wir diesen Magier wegbekommen würden. 300k. Oh! Nani, nani, nani. Schau mal an. Da haben wir den ersten weg. Und direkten Ausrüstungsteil für unseren Bärtraum. Ach so, Info an dieser Stelle. I have it geschafft. I finally reached 1000 runes. Und was heißt das? Das heißt, ich habe den absolut besten Content im Spiel auf eine Stufe gebracht, in der es mir ermöglicht wird, Runen zu finden. Runenverziertes Equipment. Wie man hier sieht beim Bertram auch die Handschuhe des Brotschneiders mit epischen Gegenständen finden. Plus 2%. Das bringt dem Bertram richtig viel. Nämlich absolut gar nichts. Heißt für uns aber, für die nächsten Equipteile, die wir finden. Lebensenergie. Elementarschaden. Lebensenergie. Und mehr Schaden. Und ganz wichtig,
Lebensenergie. Und das brauchen wir. Und ich hoffe, sowas werden wir dann auch ganz schnell mal finden. Jetzt geht's ans Skelett. Und ich predikte jetzt schon, den mach mal First Try. Der Magier, der blockt, ne? Den zu besiegen ist erstmal schwer. Aber wenn dann eine andere Klasse kommt, jetzt packen wir den Hund nämlich wieder von alleine. Und der beißt dem Skelett jetzt so hart in sein Gerippe rein, dass er gar nicht mehr weiß, woher er kommt. So, und jetzt. Macht euch bereit. Das wird ein First Try. Ich verwette darauf, den linken Hoden vom Necromancer, den hauen wir im First Try um. Da kommt der Hund. Boom! So ein dicker Crit, Junge. Oh, es hat wehgetan. Au. Da gibt es einen schönen Geschickring. Look at this. 208 Geschick mit Widerstand auf Blitze. Da freut sich die Kunigunde. Und dieses Stäbchen können wir auch mal dem Marquardt ausrüsten. Dann hat er wenigstens einen Hauch von Damage. Und dann geht es hier auch direkt weiter mit dem widerlichen Wiedergänger. Hier wird auch noch kaum Schaden gemacht. Und jetzt kommt wieder der Necromancer. Jetzt kommt ein Golem. Mein Least Favorite Beschwörung hier. Weil der kann mal nice sein, wenn er mal blockt und Crit. Jawohl, First Try. Easy. Stufe 173. Und ein Gürtel für die Kunigunde. Jetzt werden die auch hier schön langsam ausgerüstet durch die Schattenwelt. Und so mehr Gegner wir jetzt hier schaffen, dann auch im Märchenturm, dann gehen die hier schnell mal full epic, dann holen wir uns noch die Edelsteine. Und dann kommt langsam der Punkt, wo wir richtig, richtig schön durchballern können in den Dungeons. Dann sind wir auch mal schnell Stufe 200 plus. Der verschlagene Vampir. Da kommt der Golem. Und der trifft nicht. Denn der hat seine Brille vergessen. Er blockt. Danke. Er trifft ja gar nicht. Ey, was war das denn? Was war das denn? Skelettos. Oh, das wird nix. Es gibt mal ein bisschen durch. Da brauchen wir wieder den Hund, ne? Ein Crit vom Hund und der ist weg. Hier so ein schön 4 Millionen Crit. Zack. Auf Wiedersehen. Schauen wir uns an. Verschlagener Vampir. Was haben wir hier gemacht? Da kommt der Hund. Ausgewichen. Kein Crit. Mit dem Golem besiegt. Ja, wenn der Golem crittet mal. Danke. Jetzt haben wir hier ein Trinket mit 212. Das sind 58 Punkte Upgrade. Stopp. Stärke. Wir sind kein Krieger, kein Berserker und kein Kampfmagier. Wir brauchen keine Stärke. Aber der Bertram nimmt's mit. Den ist es ein Upgrade. Jetzt haben wir hier den Stein über. Den 238er. Den behalten wir auch. Das ist Mini 10 Stein und sockeln dafür. Ach komm, wir sockeln das direkt. Hauen die da rein. Und dann ist das fein. Dann geht's weiter mit dem Nachtghoul. Und auch der ist besiegt. Jetzt haben wir Inschlappen. Die können wir anziehen, ne? 73 Punkte Upgrade. Wir verlieren ein bisschen Rüstung. Aber 73 Punkte. Wichtig ist nur, dass wir die nicht verbessern, ne? Die sind aus der Schattenwelt. Das heißt, wenn wir die verbessern, kriegen wir die Ressourcen nicht zurück. War das so? Das war so, ne? Kann das jemand bestätigen? Ich überlege, ob ich es einfach dem Marquardt anziehe. Aber die 73 Punkte sehen so attraktiv aus. Die ziehen wir uns einfach selber an. Die ziehen wir uns auf jeden Fall selber an. So, die werden gesockelt. Dann holen wir uns den Stein zurück und die Ressourcen. Bam. Ich mach's mal testweise. Wenn wir das jetzt zerlegen, werden wir 161 und 391 bekommen. Never mind. Wir kriegen die Ressourcen zurück. Können wir doch zweimal verbessern. Okay. Und moinsen Spieleboy, wunderschönen guten Tag. Weiter. Schattenwelt.
Und wir stehen wieder vor dem Endgegner. Und die ist um einiges stärker als der Geist vom Anfang. Die werden noch nicht down bekommen. Aber wir sind bei 6 von 10. Heißt, aus der Mine können wir direkt den zweiten Schlüssel finden. Wir wagen mal einen Skip in der Mine. Ein Stärkestein. Bertram, heute ist dein Tag. Ja, bitteschön, der Herr. Wir skippen ein zweites Mal. Ein Ausdauerstein. 257. Tausch mal direkt den 157er hier aus. Nächster Skip. Noch ein Stärkestein. Excuse me. Langsam habe ich davon genug. Und das werde ich tatsächlich nicht sockeln, weil die zwei Items schon alt sind. Schauen wir mal rein in den Märchenturm. Geht denn hier schon was? 16 Millionen Leben. Puh. Wir kriegen ein Average schon auf 5 Millionen runter. Ich habe ein Average, aber einen guten Versuch. Klar. Ha. Ha. Interessant. 465k, willst du mich verarschen? Entschuldigung, was sollte das denn jetzt? Und Spiele, bei mir geht es fantastisch. Ich hoffe dir auch. Den würde ich jetzt sehr gern mitnehmen. Leute. Ich war eine halbe Ewigkeit auch nicht mehr im Wirbelwindsturm. Hier sollte doch auch noch was möglich sein. Guck mal hier, zack, down. Das gibt Gold, das gibt XP, das gibt epische Schuhe. Stufe 174. 176 All Attributes. Tauschen wir aus hier für den Markwart. Dann können wir... Ach, in der Toilette hatten wir heute schon sogar was. Das behalten wir auch alles für die Toilette. Den Stein behalten, ganz wichtig. Und das wird verkauft. Wird auch verkauft. Warte mal, hier hätte ich anziehen... Ach, egal. Hat keiner gesehen. Drauf geschissen. Weiter Wirbelwindsturm. Auf EU9 läuft es bei mir sehr geschmeidig. Ich mache langsam, aber stetig Progress. Ich glaube, so schlecht stehe ich auch gar nicht da. Gerade hier auf Rang 159 in der Gilde bin ich auch nicht zu weit unten. Ich gehöre zu den oberen Leuten. Guck mal hier. Auf einem guten Weg zur 200. Ah. Guck mal, Raiden, Alter. Raiden. 266, ey. Oh. Ist der Junge. Die Waffe auch mit der Tausenderspanne. Geisteskrank. Ah, wir machen weiter. Wirbelwindsturm. Da geht noch was. Und neuer Dreier-Epic-Helm. Oh, ich bin gerade. Alles weniger Rüstung, ne? Aber es hat so viel mehr Stats, dass es sich einfach schon lohnt. Okay, auch hier holen wir uns den Stein wieder. Rein damit. Zweimal upgraden. Weitermachen. Und unsere Stats steigen dadurch ziemlich gut. Heißt, die Chance, die Madame Mystique dann gleich wegzuhauen, wird auch immer, immer höher. Dann geht da noch was. Ich glaube nur, dann kommt auch ziemlich schnell die Hölle. Also nach der Madame Mystique kommt ja Beppo, der Terror-Clown. Und dann kommen direkt zwei Endgegner, ne? So zwei richtig miese Gespenster, bevor dann wieder was geht. Puh, wir brauchen Upgrades. Wir brauchen jetzt aus dem Wirbelwindsturm eine schöne Dreier-Epic-Waffe mit einer richtig fetten Spanne. Calle? Wir finden jetzt so eine. Angie ist doch heute bestimmt auf meiner Seite. Stufe 175 ist erreicht. Und jetzt... Oh! Nen neuer Ring. 59 Punkte Upgrade. Macked. Zack. Zweimal upgraden. Und weiter. Oh, es läuft. Es läuft. Wir haben jetzt schon 10 Level-Ups gemacht. Heißt, eine neue Waffe würde richtig, richtig schön schmecken. Zack, Stufe 176.
Moinsen, Unski, ich grüße dich. Gut, dass du hier bist. Das gibt's zur Hexe. Wir haben schon 5 Millionen Gold, die wir gleich festgehen können. Also Madame Mystique sollte dem Punkt schon kein oder fast kein Problem mehr sein. Aber für die 2 Endgegner in den Folgen wird es noch nicht reichen. Hier haben wir einen neuen Aller-Attribute-Gürtel. 29 Punkte abgespielt, mehr Rüstung. Nehmen wir mit. Zack. Zack. Rein damit. Upgraden. Und weiter. Haben wir schon fast 6 Millionen Gold. Und der Sandsturm. Geht auch noch weg. Stufe 177. Das gibt so viel XP. Der Vollstrecker auf 262. Auch weg. Haben wir gerade nochmal den gleichen Gürtel bekommen? Ja, aber schlechter. Kriegt der Markwart. Der kann auch wieder ins Klo geschmissen werden. Das kommt weg. Das kommt weg. Wir haben die 6,2 Millionen Gold. Kurze Frage. Hat jemand einen alten Server, wo ich entspannt eine Klasse testen kann? Ich leider nicht. Und 10,2 Millionen Leben. Ich glaube, wir lassen das jetzt mit dem Wirbelsturm und probieren es woanders weiter. Erstmal Waffe. Die haben schon... Boah! 58 Durchschnittsschaden mehr. Eine Spanne von 1106. 718 Mainstat. Das heißt, wir verlieren 100 Mainstat und 400 Glück. Dafür 58 mehr Durchschnittsschaden und eine Spanne von 200 Punkten mehr. Ich denke, das lohnt sich. Gerade gegen den Endgegner vor uns. Wir nehmen die mit. Und jetzt Quelle, vertrau mir, Bruder. Siegen wir damit die Madame Mystique. Besiegen Beppo den Terrorclown. Und der droppt uns gleich eine neue Epic-Waffe. Believe me. Ich überlege sogar, ob ich die Waffe nicht klein mache, sondern lieber den Markwart gebe. Auch wenn da ein schöner Stein drin ist. Aber davon hat er einfach mehr. Und davon haben wir im Endeffekt auch mehr. Den werde ich jetzt mal... Nee, den schmeiße ich nicht ins Klo. Den verkaufe ich noch. Okay, jetzt skillen wir nochmal ordentlich in Int rein. Wir halten zurück. Ich baller jetzt alles durch. Komm, wir ballern das komplette Gold in Int. Und dann hauen wir die jetzt weg. Alles rein. Alles. Zack. 6300 Int, Lichtwelt bei der Mystik. Rein, die Olga. Das sieht nicht verkehrt aus. Wenn wir da jetzt am Ende einen Crit raushauen, jetzt überleben und einen Crit. Ja. Die kriegt man hin. Die kriegt man down. Die ist down. Stufe 179. Schauen wir an. Crit Nummer 1. Crit. Kein Crit. Kein Crit. Keine Crits. Und dann 1,3 Millionen. Hätte man fast noch, also sogar noch einen tanken können. Weg ist sie. Und ja, da ist er. Beppo der Terrorclown. Und der gibt jetzt eine Epic-Waffe. Ich call's. Der ist jetzt schwieriger als die Madame Mystique, oder was? Hallo? Komm, Honis. Haut ihn weg jetzt. Das ist keine Epic-Waffe. Das ist ein Helm. Wir haben doch gerade eben schon einen Helm bekommen. Ah. Ist besser. 281. Wir haben die Hölle geöffnet. Das ist kein Helm, das ist ein Gürtel. Oh mein Gott. Mein, das sieht aus wie so ein Diadem. Gürtel aus purer Magie. Ja, guten Morgen. Oh, ziehen wir trotzdem an. 3 Epics sind halt einfach gut. So, wieder upgraden. Und jetzt stehen wir, nicht Schattenwelt, Lichtwelt, wieder von einem Endgegner mit 3,4 Millionen Leben. Puh, kriegen wir den hin?
Wir haben direkt zwei Endgegner, ne? 200k runter. Wenn ich den Versuch gerade schon gesehen habe, den von vorhin, dann sollte das möglich sein. Und wir brauchen den letzten Hit gar nicht mal mehr tanken, wenn wir dafür am Ende zwei Crits raushauen. Heißt, wir könnten eigentlich einen Ausdauerstein gegen den Innenstein austauschen, um den besser down zu bekommen. Oder halt ein Innenstein für einen Ausdauerstein, oh, auf 51k, um doch noch einen weiteren Hit tanken zu können. Und dafür skippen wir nochmal eine Mine. Das ist ein Schlüssel für die Lichtwelt. Das ist nordische Götter. Das schaffen wir in 1000 Jahren noch nicht. Morgen. Das könnten wir allerdings schon schaffen. Osteros ist nicht so stark. Ja, kriegen wir hin. Da kriegen wir ordentlich XP. Das sollte um einiges machbarer sein als so ein blöder Endgegner. Dachte ich jedenfalls. Hallo? Hallo, würden Sie bitte down gehen? Nein? 1,3 Millionen runter. Wo ist der Hund, wenn man ihn braucht? 1,6 Millionen. Ah. Schau mal einen Versuch an. Der macht verdammt viel Schaden. Der macht dann wirklich, wirklich viel Schaden. Oh, wow, 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 wow. Da müssen wir echt oft dran mit dem Hund und reinkritten. Okay, vielleicht doch nicht. Nochmal Wirbelsturm. Am liebsten hätte ich halt einen Schlüssel gefunden für die Schattenwelt, für die nächste Stage. Oder halt auch mal gerne ein paar Innensteine aus der Mine. Wir probieren nochmal Schattenwelt. Ah. Eine Waffe für den Bertram. Logge in. Dann ist auch der Herr nicht mehr waffenlos. Zack. Haben wir auch den Stein schon vorbereitet. Und dann kommen wir sogar noch besser durch hier. Skelettkrieger. Weg. Stufe 182. Neues Trinket. Aller Attribute. Das ist 53 Punkte. 24. Ziehen wir es uns einfach selber an. 33 Punkte, All Attributes. 134er Stein. Oh, das ist gar nichts. So. Den Stein gebe ich ihm. Und wir suchen uns jetzt einen neuen Stein für die Schuhe. Das ist der Schlüssel für die Schattenwelt, den ich gesucht habe. Das ist ein Stärkestein. Das ist ein Geschickstein. Und das ist ein... Oh, noch ein Stärkestein. Oh, nein. Ich will doch nur einen Innenstein. Oder mir würde sogar schon Ausdauerstein reichen. Wie dann? Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Was ist denn hier los? Nein. Oh. Ich meine, so weh tut's jetzt noch nicht. Aber doch. Eigentlich schon. Wir brauchen Platz. In diese ganzen Steine möchte ich auch nicht in die alten Teile stecken. Da ist er. Danke. 292. Okay. Shit top. Den hauen wir in eine neue Waffe. Der hat wieder 50 Punkte mehr. Doppelt in der Waffe werden das 100 Mainstead. Wir holen uns eine neue Waffe. 32 Durchschnittsschaden schon. Wir suchen eine neue Waffe. Oh, das Alter Ego. Können wir es einfach reinziehen? Jawohl. Da können wir dann Quest-Equip uns dann langsam suchen. 27 Durchschnittsschaden. Keine Verbesserung auf
das Main Attribute und auch eine schlechte Spanne. Ach, das wird jetzt wieder ein Krampf, eine Waffe zu finden, ne? Wir brauchen eine. Damit wir den Stein wiederbekommen, der in der jetzigen steckt. Oh, ich hätte ja so gern einfach jetzt die Epic-Waffe. Darf jetzt einfach hier im Shop aufploppen. Fuck. Ah, dann gibt's hier neue Handschuhe halt für den Markwart. Aber wir haben es geschafft, schon mal ein Epic zu blättern. Nicht das, was ich gesucht habe. Punkte Upgrade, keine bessere Spanne. Aber so würden wir an den Stein kommen, ne? Ach komm, machen wir. Brauch mal Platz. Weißt du was, wir holen den Stein wieder. Geben den nochmal dem Markwart. Dann holen wir uns hier die Waffe. Sockeln die. Holen uns den Stein wieder. Machen den neuen Stein rein. Den hier unten rein. Und zack, boom, bang, kapau. Haben wir genug Stats, um diesen Kollegen hier besiegen zu können. Hoffe ich jedenfalls. Hat funktioniert. 184 wütende Seele hinterher. Aber mal versuch mal anschauen. Erster Crit, zweiter Crit, dritter Crit. Und dann mit zwei Nicht-Crits weggehauen. Das heißt, wir kriegen easy noch die wütende Seele weg. Sieht richtig easy aus, ne? Oh, nevermind. War easy. Wütende Seele. Erster Crit. Zweiter Crit mit 1 Million. Er crittet uns. Wir critten nochmal und wir critten ihn weg. Zack, 90 Millionen XP, 186. Alte Seele. 9,2 Millionen Leben. Auch weg. 188. Leute, wir machen noch die 200. Wir sind 191. Oh, wir sind unaufhaltbar. Jetzt hier direkt weiter. Den Robert haben wir auch noch weg. Die 200. Sie ist gleich da, Leute. Sie ist gleich da. Wir haben eine neue Body Armor mit 87 Stats. So, zack, rein. Verbessern. Trinket auch verbessern. Das verkaufen. Jetzt puttern wir nochmal was in Crit rein. Wir brauchen die Crits für den Hund. Wenn der Hund da ist, dann muss der critten. Wir ballern alles mal ein Glück rein. Eigentlich müsste ich mir Ausdauer skillen von den Goldkosten. Aber egal, wir brauchen die Crits. Gehen da rein. Linkshänder Lannister, den nehmen wir jetzt auch noch mit. 320, der ist nicht sehr viel stärker als der Robert. Und der ist weg. Wir sind 195, wir haben eine Body mit Lebensenergie. Zack, die Rune, die nehmen wir uns mit. Runentausch mit dem hier. Bam. Lebensenergie. Er kriegt eine neue Body. Die haben wir zum Verkaufen. Und Lichtwelt. Hier, Seelenklumpen. 325. $200k runter. Wir haben es fast geschafft, Leute. Noch 5 Level zu 200. Oh, wait. Wir haben den Schlüssel für die Schattenwelt hier. Handschuhe für die Kunigunde. Sockel rein. Stein rein. Wir brauchen für die gute Dame auch endlich mal eine Waffe. Die droppt jetzt vom Yeti, oder? Nein, das sind Schuhe. 200 Allstead. Ist hier ein Upgrade. Können wir mal. Können wir behalten. Weiter Schattenwelt. Skelett.
Mein Subsound ist ja... Ja! Ja! Einen wunderschönen guten Danke, Tag. Danke, Pate Paul, Tekatze, Paul, Lulu, Paul, Tekatze, Paul, Lulu, Paul, Tekatze, Hepo. Wunderschönen guten Tag, Jule, und danke für den Resub von Patte. Schön, dass du da bist. An dieser Stelle auch mal ganz liebe Grüße an Patte und danke für den Gift-Sub an Jule. Und wir haben noch mal ein... Wir haben ein zweites Mal Lebensenergie. Die Rune holen wir uns einfach mal auf den Gürtel. Zack. Und dann haben wir einen Stärkering, einen neuen für den Bertram. Den können wir auch wieder sockeln. Da kommt ein Stein rein, ein neuer. Das behalten wir wieder. Das hat alles noch Verkaufswert. Heißt, wir haben für die nächsten Tage auch was fürs Klo. Und hi, Paul weiter. Terra, bist du der Echte? Jule, mir geht es wunderbar und ich hoffe dir auch. Grausiger Gremlin weg, Stufe 196. Attribute Trinket wieder. Ist hier ein Upgrade. Inventar ist voll, wir müssen Platz schaffen. Diese alten Steine könnten weg. Hauen wir aber erstmal hier rein in den Markwart. Den Rest der Steine behalten wir. So. Und weiter. Steingigant 200. 11,5 Millionen. Sollten den sogar schon einfacher down bekommen, den Magier. Jawohl, haben wir auch down bekommen. Das... Ach, das ist für Magier sogar. Dann, Markwart, brauchst du das? 13 Punkte lohnt sich nicht. Können wir aber zum Schmied geben. Zack. Fleischgolem, 188. 10,8 Millionen Leben. Down. Neue Kette. 39 Punkte Upgrade. Ziehen wir uns selbst an. Einer mit. Upgraden. Sind schon fast bei 7000 Int. Herr der Finsternis. Stufe 190 mit 9 Millionen Leben. Ist hier was? Lichtwelt, Seelenklumpen, jetzt sollte der liegen. Wir sind so kurz vor der 200. Ich schaff mal noch. Ach komm schon. Seelenklumpen, please, wenn wir dich down haben, dann fehlt nur noch einer. Komm schon. Okay. Wirbelwindsturm. Hier geht noch was. Da ging noch was. Und neue Handschuhe. Direkt mit... Lebensenergie, perfekt. Angezogen, Stein zurückgeholt, Stein wieder rein, zweimal abgegradet. Jetzt haben wir schon 3% Lebensenergie, ne? Und Bonus. Weiter Wirbelwindsturm. Leider nicht eine Epikwaffe, ne? 197. 3 Level fehlen noch. Nur noch 3 Level. Peterchen Frost 270. Auch noch down bekommen. Wir haben wieder 2 Millionen Gold. Wir kommen durch. Wir kommen durch. Wir kommen wirklich durch. Oh, und nochmal neue Schuhe. Dreier Epic Schuhe. 31 Stats. 68 Rüstung. Mit Widerstand gegen alles. Und komm, wir machen die 7k int voll. 7000 int sind da. Der Rest geht in Ausdauer. Wer hat mal gedrückt?
nochmal Schattenwelt probieren. Wir immer noch keine Waffe für die Kunigunde. Wieder ein neuer Helm. 24 Punkte. Der geht diesmal aber an den Markwart. Und dann sind wir vom Steingiganten. Mittlerweile sollte man jetzt auch den Märchenturm schon schaffen, ne? First Try. Und eine neue Waffe für den Bertram. Ist sie ein großes Upgrade? 30 Punkte. 30 Punkte. Attribute lohnt sich noch nicht. Eine Stärkehalskette. Hat sogar noch gefehlt. Hat einen Sockel. Kann der Stein rein. Perfekt. Jetzt können wir ein bisschen was im Märchenturm machen. Der Goldbonus wird im nächsten Quest dann so schön schmecken. Und direkt noch ein neuer Ring. Aber 2 Punkte lohnt sich auch wieder überhaupt nicht. Alter, was ist denn los? Alles für den Bertram. What the fuck? Hä, das gibt's doch nicht. Der kriegt komplett neues Gear. What the fuck? Bertram einfach besser ausgestattet gleich als mein Mancher. Ey, das gibt's doch nicht. What the fuck? Ey, dem fehlen nur noch Schuhe und dann hat er einfach besseres Equip als ich hier. Da hat noch einen alten Gürtel. Das ist doch nicht normal. Ey, wenn jetzt Schuhe oder ein Gürtel kommen für den Bertram, ey, dann... Der Bogen! Da ist er! Für die Kunigunde. Danke. Sie hat den Bogen raus. Handschuhe direkt für sie. 2 Punkte lohnt sich auch nicht. Werden auch wieder klein gemacht. Nicht Schattenwelt. Wir wollen weiter in den Märchenturm. Wieder neue Handschuhe. Und neue Schuhe. Die hatte sie noch nicht, ne? Jetzt hat sie Schuhe. Einen neuen Gürtel mit 63 Punkten. Den nimmt sie aber mit. Und in die Schuhe bekommt sie auch den Geschickstein rein. Die machen wir kaputt. Sind sogar alle Steine mal gesockelt. Eine Rüstung hat er schon, aber hat Lebensenergie. Das snackt mal wieder für unseren Char. Das hauen wir auf die Schuhe. So, wir tauschen die Rune von den Schuhen mit der Rüstung und haben damit 4% Lebensenergie. Die können wir nicht kaputt machen, weil wir heute schon genug gesnackt haben. Das heißt, ich mache auch nicht weiter mit Märchenturm und Schattenwelt, weil ich effektiv die Items jeden Tag im Schmied füttern möchte. Ich weiß, ich könnte noch mehr machen, aber ich möchte die Ressourcen ungern verschwenden. Deswegen probieren wir jetzt noch weiter. Mal Wirbelwindsturm dürfte man noch eine Etage schaffen für die 198 und dann müssten wir nur noch den Seelenklumpen besiegen. Für die Stufe 200. Was brauchst du? Okay. Jetzt kommt der finale Push. Ein Dungeon noch für Stufe 200. Und dann haben wir viel mehr geschafft, als ich mir eigentlich heute vorgenommen hatte. Also rein da. Seelenklumpen. Und er ist down. 114 Millionen Erfahrungspunkte. Wir kriegen einen neuen, saftigen 3 Epic Helm, sogar mit mehr Rüstung. Und wir haben einen neuen Dungeon geöffnet und Stufe 200 erreicht. Mit dem Necromancer auf EU9. Da ist es. Wir gehören zu den Stufe 200ern auf dem Server. Und eigentlich wollte ich sagen, damit lasse ich's. Aber wir gucken nochmal, ob vielleicht sogar der Peitscher jetzt schon down geht. Ein paar Versuche können wir noch machen und der geht auch noch down. Stufe 202. Der Höllenhund geht im First Try down. 204. Stehen vorm Führerhaufen. Der geht aber nicht im First Try down. Auch nicht in den ersten 5 Versuchen. Auch nicht in den ersten 10. Aber vielleicht in den ersten, keine Ahnung was. Stufe 206. Gott, wir brauchen eine neue Waffe.
Teufelsadvokat. Ey, jetzt bin ich gerade tempted, ne? Ich hab Bock, ich will noch ein bisschen was machen. Nicht Schattenwelt, nicht Märchenturm, weil die Items brauchen wir für den Schmied, aber in der Lichtwelt, da können wir ja noch ein bisschen was probieren. Oh, ich will nicht schon wieder neue Waffe blättern. Ich will einfach eine finden. Oder einfach mit den Stats, wie sie sind, den weghauen. Einen wunderschönen guten Tag, Laku. Oh, komm schon, den noch weg. Ja, der will nicht, ne? Nach dem Advokat wird auch direkt der Belzebub kommen. Es sind beides nochmal stärke Gegner. Oh, eine Dreier-Epic-Waffe wird so hart reinschmecken. Wo Megalovania? Ich nehme gerade nebenbei für YouTube auf. Megalovania seht ihr dann. Oh, 104 Durchschnitt. Megalovania seht ihr dann auf YouTube dann nochmal. Da werde ich es reinschneiden. Wir denken uns einfach jetzt Megalovania. Bei 100 durch den Schaden, ey. Mega, ich hole jetzt nochmal eine neue Waffe. Und wisst ihr was, dann machen wir halt die zwei Gegner noch. Ich habe sogar gerade spannend gesehen, bis 1400, ne? Ist das verrückt. Tau hier. 100 Durchschnittsschaden, eine Int-Ausdauerwaffe mit fast 1300. Die soll es erstmal sein. Neuer Stein rein. Dann buttern wir wieder alles in Crit-Chance rein. Kompletten 1 Million Gold. Ich sehe gerade, wir nehmen schon 52 Minuten auf. Das wird ein verdammt dickes Video. Und da ist er weg. Stufe 208. Wir stehen vorm Belzeboss. Wisst ihr was? 209 machen wir noch mit Wirbelwindsturm. Jawohl, den Orkal nehmen wir auch noch mit. Geschickgegner auch noch. Endgegner auch noch. Wir sind voll. Gut, dass du hier bist. Hier haben wir... Boah, erstmal einen neuen Ring. Mit Lebensenergie nochmal. Und den neuen Helm. Den wir vom Dungeon davor ja hatten. Auch noch mit. Zweimal Upgrade. Es ist alles geupgradet, bis auf die Waffe, die lohnt sich nicht, weil sie kein Epic ist. Dann skillen wir den Rest in Ausdauer. Und dann holen wir uns den Belzeboss. 209. Belzeboss. Und der sollte uns auf Stufe 211 katapultieren. 200 war das Ziel. Sitzt mal hier auf Stufe 209. Necromancer, pack den Hund noch einmal aus. Hau dem den 4-5 Millionen Crit rein. Ein rechts, ein links, einmal in den Arsch gebissen. Und dann bescher uns bitte ein richtig, richtig saftiges Epic. Alles klar, Peter Schmerz. Mach's gut, war wirklich schön, dich zu sehen. Und er ist down. Ich habe nicht gesehen, was wir getroppt haben. Stufe 211. Wir haben den Schlüssel für den 13. Stock und es war... Handschuhe. Oh. Ja. Na, ah, das lohnt sich nicht. Ja, Helga der Höllische. 13. Stock. Ich glaube, den nehmen wir noch nicht mit. Der ist noch ein bisschen zu hoch mit 7,5k. Aber reicht. Reicht. Necromancer. Stufe 211. Wir haben ein paar Level... Ja, Killenchat ist voll. Wir haben ein paar Level-Ups gemacht. Von Stufe... Wow. 165 waren wir gerade eben. Auf 211. Ja. Das sind 46 Level-Ups in den letzten 54 Minuten. Ich würde sagen, der Gladiator hat uns ein bisschen gecarried und nebenbei haben wir den Bertram fast komplett ausgerüstet, den Marquardt fast komplett und auch die Kunigunde. Ihr fehlen noch zwei Teile, ne? Bertram ein Teil, den Marquardt ein Teil und die haben sogar fast alle schon Steine drin. Werdet die nächsten Tage die weiteren Steine suchen, hoffen natürlich, dass ich noch welche finde für mein eigenes Equip. Haben jetzt schon ein paar gute hier. 1,
2, 3. Wir haben 4 Steine von der Mine 10. Der Rest ist noch von der Mine 1. Die werden dann die nächsten Tage geupgradet und da geht auch noch einiges. Heißt, über die nächsten Tage verteilt mache ich immer wieder Schattenwelt und Märchenturm. Werd die ganzen Items dann dem Schmied füttern. Die kommen die nächsten Tage dann immer schön in die Toilette. Die Aura, die wird gepusht. Und so soll es dann weitergehen. Ja, also ihr wisst Bescheid. Wir sind wieder back am Start mit Berzi auf S39. Auf W10 wird weiter fleißig Alu geklickt. Die Dungeon-Pause geht weiter. Auf W50 meine ich. Und auf EU9 sind wir mit dem Necromancer jetzt auf Stufe 211. Und auch da geht noch einiges. Das war's. Das war ein verdammt dickes Video jetzt, 56 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auch vielen lieben Dank an Leute, die auf Twitch dabei waren. Wir streamen jetzt auch noch weiter. Was sage ich euch gleich? Für alle auf YouTube, Dankeschön. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein.